Hallo liebe Klemmerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, in den letzten zwei Wochen habe ich mich vor allem in der Cyber Street Corner von Brickcool aufgehalten. Ich habe mir drei Sets von Brickcool angeguckt, die alle dieses Thema Cyber Street Corner zum Thema haben. Das orientiert sich sehr an Cyberpunk 2077 und das war hier das, was ich bisher gebaut habe. Es ist so eine, im Prinzip eine kleine Cyberpunk-Stadt. Und hier haben wir den Sushi-Shop. Nein, hier das Café, den Sushi-Shop und die Chinese Cuisine. Die habe ich das im letzten Video gebaut. Das sind die drei Sets, die ich bisher gebaut habe. Und die Serie in der ersten Welle. KS 001, ist hier 002, 003, besteht aus vier Sets und das KS 004, das kommt jetzt dran in diesem Video und zwar die Corner Pharmacy, also die Apotheke. Ja, wer weiß, was da alles verkauft wird in der Apotheke, gegen was für Verschreibungen. Und naja, schauen wir mal. Es ist wieder ein bisschen größeres Set wie die Chinese Cuisine. Das ist auch ungefähr 1300 Teile ungefähr. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Steht auch nicht direkt drauf. Hat, so wie es aussieht, wieder vier Bauabschnitte. Wir haben wieder hier ein extra Tütchen mit bedruckten Teilen. Es sind aber auch immer noch in den normalen Bauabschnittstüten auch immer noch einzelne bedruckte Teile drin gewesen. Also das sind zwar schon einige, aber so vielleicht 10 oder sowas. Und da kann aber auch noch hier weiteres dazukommen. Weiß ich nicht, kann sein. Also es war bis jetzt bei jedem Set noch mindestens ein paar kleine Fliesen mit dabei. Bei dem großen war auch noch ein 1x16 Brick zum Beispiel, der seitlich bedruckt war, mit dabei, der nicht hier drin war in dieser Extratüte. Wir haben wieder vier Figuren. Die sind immer zusammengebaut und dann tut man im Prinzip nur noch das Schultergelenk durchdrücken und dann die Hände drauf. Man kann die Figuren... Da kann man halt die Schultergelenke hier so ein bisschen so hoch machen. Das ist ganz geschickt, wenn man hier ein bisschen die etwas expressiver darstellen möchte, hinstellen möchte, wie jetzt zum Beispiel Lego-Figuren. Ansonsten sind die natürlich optisch 1:1 Lego-Figuren und somit für den europäischen Markt schwierig. Die Figuren haben so extra Hände, die irgendwelche Handzeichen machen können, so sowas und so. Da sind ganz viele verschiedene drin. Habe ich bisher völlig ignoriert, weil mich das nicht interessiert. Werde ich auch hier ignorieren. Schmeiße ich hier auf den Haufen, da wo die anderen auch schon liegen. Anleitung, wir haben knapp 100 Seiten. 253 Bauschritte. Ja, und hier kann man sehen, dass man den Figuren einfach andere Hände geben kann. Neu gebaut, es ist rot umrandet. Ja, eine normale Anleitung halt. Lässt sich einwandfrei danach bauen und die Farben passten bisher auch immer relativ gut, die Steine sind von Gobricks gewesen bisher bei den anderen Sets, also auch da gibt es qualitativ wirklich nichts zu meckern. Von daher, ich denke, ich werde wieder hier ein schönes Set haben. Kommt ein bisschen halt aufs Design an, aber hier soll es so aussehen, es sieht eigentlich ganz nett aus. Also, ich denke, das ist ganz okay. Besonderheit. Bei diesen Sets sind immer hier diese Schläuche, sind es eigentlich gar nicht. Die sind,
die sind gefüllt, einfach so Transclear Plastik. Ja, Schläuche sind es nicht. Bars sind es eigentlich auch nicht, weil sie sind ja nicht fest, aber halt ja, runde Schläuche, aber die nicht offen sind. Keine Ahnung. Und die steckt man immer in einen Lightbrick und dann leuchtet der ganze Schlauch durch. Das funktioniert so lala, das funktioniert schon, aber sie leuchten halt besonders am Anfang besonders stark und hinten raus ein bisschen weniger. Man sieht es vor allem da, wo der Schlauch geknickt ist, da sieht man es mehr. Bei den kleinen Sets war jeweils ein Lightbrick dabei und ein Schlauch und bei dem großen da hinten waren es zwei. Hier sehe ich jetzt nur einen Schlauch. Vielleicht ist es hier jetzt nur einer. Muss man mal gucken. Es ist aber auch nicht so wichtig. Das ist eine nette Spielerei, aber letztendlich nicht ausschlaggebend für die Qualität des Sets. Gut, also ich denke, wir fangen einfach mal an zu bauen und wir werden dann rausfinden, wie das Ganze aussieht. So, der erste Bauabschnitt war fix zusammengeklemmt hier. Im Prinzip, ja, Apothekerschränkchen vor allem, ja. Ich weiß nicht, was das hier ist. Hier ist so ein Bildschirm wahrscheinlich mit Arztkoffer und sonst was. Vielleicht ist das die Beratung ohne Personen. Und dann hat es hier ganz viele Schubladen, wo Zeug drin ist. Hier und hier. Und hier ist auch überall was drin. Und Schränkchen mit Fläschchen und sonst was drin. Das finde ich ziemlich gut gemacht. Hier ist ein Messer, ja, mit Stößel und ja, die Außenwand ist hier noch ein bisschen langweilig, aber da kommt noch was davor, würde ich sagen. Das sind noch Noppen. Genau, also bisher finde ich es ziemlich cool gemacht und ja, viele Details auf kleinem Raum. Ist ja wirklich cool, ja. Die Figuren habe ich wieder von der Platte runter gemacht. Jetzt gucken wir die auch ganz kurz noch an. So, also Figuren. Also, das sieht mir hier nach einem bösen Buben aus. Der ist Invincible. Steht zumindest hier unten dran. Naja, unverwundbar ist er auf jeden Fall nicht. Wenn ich mir hier so seine Augen angucke, da hat er schon ordentlich Narben dran. Hinten hat er einen Totenkopf drauf und überall bedruckt. Hier die Beine sind auch seitlich bedruckt und vorne und die Arme natürlich. Und ja, das ist so ein bisschen hier Terminator-mäßig, hier mit rotem Auge. Ja, und das scheint mir hier der Apotheker zu sein. Hier mit, hat er da auch Spritzen drin oder was hat denn der hier drin? Weiß nicht, auf jeden Fall das Zeichen hier. Rotes Kreuz darf man ja nicht verwenden. Aber ich denke, das wird der Apotheker sein. Und hier haben wir noch einen Polizisten hier, schwer bewaffnet. Vielleicht muss der die Apotheke schützen, hier mit Schussweste. Schusssicher Weste, genau. Police, hinten steht noch SWAT drauf auf der Weste. Das sind die vier Figuren. Gerade hatte ich mich noch über die etwas maue Wand beschwert und haben wir sie hier ordentlich verkleidet mit ganz vielen Fliesen und anderen Sachen. Ja, auf jeden Fall ganz viele Fliesen hier rundherum ins Not und sonst war es hier alles schön bebaut und hier haben wir eine Tür jetzt. Da ist dieser Bildschirm hier mit dem Ding. Also, guck mal. Ja, hier drin der Stuhl. Und hier ist noch ein Eingang. Oh, ja, also so sieht es jetzt aus. Es nimmt langsam Gestalt an und mir gefällt es immer noch gut.
auch wenn jetzt hier die Details natürlich nicht mehr so umfangreich waren, wie jetzt da beim ersten Bauabschnitt. Das war natürlich was anderes. Aber insgesamt, man muss natürlich auch ein bisschen in die Höhe bauen und Struktur bauen und nicht nur Kleinzeug irgendwo hin drapieren. Hier jetzt eine kurze Zwischenmeldung hier direkt am Anfang von Bauabschnitt 3. Hier diese Teile, diese Plates mit einer seitlichen Noppe dran, die haben eine leicht andere Farbe als der Rest. Also die sind hier ein bisschen dunkler. Genau, also das sind, soviel ich weiß, einfach keine Teile von Gobricks, sondern von einem anderen Hersteller. Und die fallen farblich etwas anders aus. Das habe ich in den anderen Sets auch teilweise schon festgestellt. Aber hier habe ich es jetzt gerade mal einfach scharf stellen. Habe ich es einfach mal jetzt hier passend beim Bau. Und das sieht man es doch relativ deutlich. Ich meine, der Vorteil ist, das wird ja dann hier von außen zumindest überbaut und innen wird man es wahrscheinlich eh nicht sehen. Also stört es jetzt die Gesamtoptik vom Set am Ende nicht. Aber es ist natürlich ein Problem grundsätzlich, dass es einfach eine andere Farbe ist. Im dritten Bauabschnitt habe ich nun das Dach gebaut und man könnte eigentlich meinen, das Set sei jetzt fertig, aber ich habe noch einen ganzen Bauabschnitt vor mir. Aber wir haben auch hier noch einige freie Noppen, hier zum Beispiel und da hinten und hier an der Seite. Also da geht schon noch ein bisschen was, aber was genau noch alles passiert, das weiß ich jetzt nicht. Also es sind schon noch ein Steinchen hier, also nicht nur 3-4, aber naja, wir werden uns überraschen lassen, was da kommt. Das Licht funktioniert auch schon, aber das ist tatsächlich jetzt hier ein Set, wo ich es hier am Ende vom Schlauch wirklich praktisch gar nicht mehr sehe, egal in welcher Farbe. Bei den anderen Sets hat man zumindest die rote Farbe hier noch relativ gut gesehen. Aber dadurch, dass der Leuchtstein hier direkt hinterm Schild ist, sieht man zumindest das hier. Da ist es die beleuchtete Reklame. Das ist schon mal ganz cool. Und naja, so hier ein bisschen drumherum sieht man es schon auch. Aber gut, jetzt machen wir weiter mit Bauabschnitt 4. Und fertig ist nun auch der vierte Bauabschnitt und damit das ganze Set und es leuchtet wieder. Ja, ihr seht, es sollte eigentlich hier bis hier leuchten. Also da geht der Schlauch hier lang. Hier sehe ich das letzte bisschen leuchten. Bei Rot ist es immer ein bisschen stärker, aber bis hier hinten kommt es meiner Ansicht nach, also zumindest bei mir, nicht an. Aber dafür ist der Leuchtstein hier direkt hinter dem Transclear Schildchen und damit leuchtet es natürlich schon ziemlich gut. Das gefällt mir da grundsätzlich. Also hier ist nur ein Leuchtstein, beim Chinese Cuisine waren es ja zwei Leuchtsteine. Also jetzt habt ihr es gesehen, jetzt mache ich hier auch wieder meine Beleuchtung an, dass wir den Rest auch ein bisschen besser sehen. Ja. Hier noch ein Licht von der Seite. So, jetzt ist es alles schön hell. Jetzt können wir das Ganze noch betrachten hier. Ja, also ich habe die Figuren reingestellt. Wir haben hier unseren Apotheker, würde ich sagen, und zwei Kunden und hier einen Polizist, der bewaffnet ist. Ein Motorrad. Das steht hier auf so einer Noppe.
Und dann haben wir hier im Prinzip so ein bisschen noch so Graveling gemacht. Genau, hier alles so ein bisschen noch ausgestattet. Hier mit einer Klimaanlage zum Beispiel. Hier die Boxen da hinten. Die steht hier auf so einem Slope drauf. Gleich abgerissen. Mülleimer. So Rohrleitungen. Die sind witzig, die sind mit so mit Fernrohren hier gemacht. Ah, ich krieg's jetzt nicht gut ab. Aber das ist eigentlich ganz cool gemacht, so als Rohrersatz. Diese Fernrohre immer so versetzt zueinander gebaut. Und das ergibt dann diese Optik. Der Schlauch, der war hier ein Stückchen zu lang. Ich habe ein Stück abgeknipst hier mit der Zange. Also so ein Stück habe ich abgeknipst. Und es könnte noch ein bisschen mehr, weil ich kriege die Tür hier immer noch nicht auf. Also ist ja, also so, ja, 3-4 mm könnte ich noch abknipsen, dass es dann, oder vielleicht auch 5, dass es hier dann die Tür richtig aufgeht, dass der Bogen ganz gerade ist. Aber naja, so ist es halt. Da hinten seht ihr die Regale von der Apothekehilfe, die Schubladen. Ja, also auch hier, das muss ich sagen, gefällt mir wieder sehr gut. Hier, das ist wieder so eine Fernbedienung, mit der man dann hier die Beleuchtung ein- und ausstellen kann. So, hier so ist aus und dann reindrücken und drehen und dann ist an. Genau. Oh, ja. Was soll ich sagen? Es ist wieder ein richtig schönes Set mit vielen Details und passt sich hier hervorragend in die Reihe ein der anderen Sets, die wir hier in der Serie haben. Das Kaffee und den Sushi Shop. Ja, da könnte man das jetzt hier, ich weiß nicht, wie man das drapieren könnte. Auf jeden Fall, so sieht es aus, wenn die alle beieinander stehen, und das gibt eigentlich eine ziemlich coole, ein ziemlich cooles Diorama. Wenn man da jetzt hier noch ein bisschen was drumherum baut, noch ein paar mehr Figuren dazu stellt, vielleicht eine Straße oder so noch dazu, das könnte ich mir alles sehr gut vorstellen. Und wenn es hier noch 4 weitere Sets kommen von Brick Cool, dann gibt es ein schönes Ganzes. Und ja, dann hat man zumindest eine kleine Cyberpunk Street Corner. Es ist ja nur eine Street Corner, genau. Und ich finde, das macht schon einiges her, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall cool finde, sind die doch sehr detaillierten Gebäude, auf jeden Fall. Gobelsteine, sehr viele Drucke bei allen Sets, am allermeisten hier beim Coffee Shop. Also da waren es ja fast 30 Stück. Coole Figuren. Hier jeweils 2, da jeweils 4, immer ein Leuchtstein, mindestens einer dabei, hier 2. Also wirklich viele Features für das, dass die Dinger in China zumindest relativ günstig sind. Also da kommt es halt immer ein bisschen drauf an, wie es nach Deutschland kriegt. Das ist eigentlich fast der größere Kostenfaktor, der Versand. Aber ich denke so, hier die beiden jeweils unter 20 und die vielleicht unter 30 könnte ungefähr hinkommen. Und dafür sind das echt schöne Sets, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Dementsprechend freue ich mich natürlich drauf, wenn dann die weiteren Sets aus der Reihe erscheinen, die KS-005 bis KS-008. Und die werde ich mir dann mit ziemlicher Sicherheit auch dann noch besorgen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was die dann kosten. Aktuelle Situation ist alles ein bisschen schwierig, Transportkosten sind teuer, es wird alles teuer, der Dollar ist schlecht, das macht den Einkauf bei den Chinesen auch nicht gerade günstiger hier, also naja, muss man mal schauen, aber auf jeden Fall, ich finde, die sind auf jeden Fall hier ihr Geld wert. So, jetzt machen wir hier mal noch die Beleuchtung aus, dass mir die Batterie nicht komplett gleich leer ist, das wäre schade. So, jetzt ist das auch erledigt. Und mir bleibt jetzt eigentlich nicht viel weiter übrig, als mich hier von euch zu verabschieden.
Ich hoffe, euch hat's gefallen hier die 2 Wochen Cyber Street Corner mit 4 Sets von Brickcool, die mich wirklich überzeugt haben, bis auf dieses hier, aber das habt ihr ja im Video gesehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, ein Abo. Schaut einfach mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Dies dann mit einem ganz anderen Set. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, dann mit ganz anderen Sets. Kein Cyberpunk, kein Street Corner. Vielleicht irgendwo. Nein. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann mit einem ganz anderen Set, ganz andere Richtung. Ich habe jetzt erstmal genug von Cyberpunk, aber ich habe ja genug im Baustau, dass sich da was finden wird. Bis dahin, euer Axel von Steinreich TV.